Ja, hallo liebe Kampfsportfreunde, wir melden uns heute in eigener Sache. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, wir haben vor einigen Tagen den neuen Bantamgewichtstitelkampf angekündigt für NFC 17 im Dezember. Maurice Adorf gegen Dino Staricevic und das Ganze hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Nicht zuletzt bei Max Holzer, der sich natürlich selbst Hoffnung gemacht hat, in diesem Titelkampf zu stehen. Er war ja schon einmal in diesem Titelkampf angesetzt bei NFC 15 nämlich. Und Max hat ein Video veröffentlicht, in dem einige Behauptungen aufgestellt wurden, die wir so nicht stehen lassen möchten. Richtig, Andreas. Genauso ist es. Zu jeder Geschichte gehören zwei Seiten. Und natürlich ist es am allerschönsten, wenn all solche Dinge erstmal nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Die Möglichkeit haben wir jetzt nicht gesehen, weil einfach auch so viele Dinge in die Öffentlichkeit getragen wurden. Und ich für mich selber sage, ich könnte damit leben. Aber ich finde schon auch, dass viele Leute, die sich fragen, was ist da los? Und die Fans von NFC, dass sie auch verdient haben, dass wir unsere Perspektive darstellen. Ich glaube, dass die durchaus helfen kann, um das gesamte Bild zusammenzusetzen. Prinzipiell will ich noch dazu sagen, dass es klar ist oder quasi eine natürliche Sache ist, dass Kämpfer und Promotion häufig unterschiedliche Perspektiven haben und da der jeweils andere manchmal auch so ein bisschen die Rolle des Gegners in Anführungsstrichen einnehmen, einfach weil auch unterschiedliche Interessen im Vordergrund stehen. Also ein Kämpfer möchte in allererster Linie seine Karriere aufbauen und alle Dinge machen, die dafür sinnvoll sind. Und eine Veranstaltung möchte halt in allererster Linie eine gute Veranstaltung machen, sowohl sportlich als auch vom Entertainment-Faktor her. Und das Ganze muss halt rundlaufen. Und da gibt es viele Überschneidungen, da gibt es aber auch Unterschiede. Und ich glaube, dass es, ob es jetzt Ngannou und die UFC ist oder irgendeine andere Veranstaltungsreihe, also ich kann mich daran erinnern, dass Jonas Bildstein darum gefleht hat, seinen Bellator-Vertrag auflösen zu dürfen, weil er sich da nicht wohlgefühlt hat. Das ist sozusagen Teil des Spiels, deswegen ist das nicht außergewöhnlich. Aber da waren jetzt so viele Sachen dabei, wo wir gesagt haben, na, da fehlt einfach ein sehr gehöriger Teil des Ganzen, um es auch zu verstehen. Und das wollen wir hiermit ermöglichen, dass wir unsere Perspektive einmal dazu zum Besten geben. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, den du da als letztes erwähnt hast. Natürlich kann es Unstimmigkeiten geben zwischen Kämpfer und Promoter. Das ist wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches, aber am Ende des Tages wollen wir ja alle bei der Wahrheit bleiben. Insbesondere, wenn das Video, das da rausgehauen wird, dann den Titel trägt Lügenorganisation NFC und dann in dem Video selbst die ein oder andere Unwahrheit behauptet wird. Deswegen haben wir uns veranlasst gefühlt, hier selbst zu reagieren mit einem Video. Eigentlich wollten wir es nicht tun, es gab aber auch vermehrt die Nachfrage an uns zu reagieren darauf, deswegen wollen wir das an dieser Stelle auch machen. Ich sage es ja immer wieder, auch im Podcast oder generell, wenn wir irgendwo hier vor der Kamera stehen, es passieren eine Menge Dinge hinter den Kulissen, die viele von euch da draußen nicht mitbekommen und auch gar nicht unbedingt mitbekommen müssen, weil ihr seid am Ende da. Also ihr wollt ja unterhalten werden, ihr möchtet Kampfsport sehen, ihr bezahlt Geld für Pay-per-Views, ihr bezahlt Geld für Tickets und ihr wollt nicht mit irgendwelchen Business-Kram hinter den Kulissen belastet werden. Aber heute müssen wir mal das ein oder andere hervorholen. Und wir werden das folgendermaßen tun. Wir werden einige Clips aus dem Video von Max jetzt hier sozusagen zeigen und im Anschluss daran versuchen, das Ganze gerade zu rücken. Und die erste Aussage, die wir uns da vorgenommen haben, ist, das war das, was direkt am Anfang von Max auch gesagt wurde. Max Holzer ist raus aus dem Titelrennen. Wir hätten ihm den Titelkampf weggenommen. Und zwar sind folgende Probleme auf uns zugekommen, dass weder ein Maurice noch ein Dino noch ein Shimshek jetzt gegen mich kämpfen möchten und ich daher in den Augen von NFC aus dem Titelrennen raus bin. Ja, also ganz stimmt das so nicht. Das ist richtig. Max Holzer war für uns immer auch noch Kandidat. Er war nur kein unmittelbarer Titelkandidat mehr. Das heißt, wir haben gesagt, direkt im Anschluss an die Absage, denn er sollte ja ursprünglich gegen Adorf kämpfen, den Kampf haben wir auch beworben, dazu kommen wir später nochmal. Und im Anschluss an die Absage haben wir gesagt, erstmal so machen wir das nicht mehr. Grund dafür ist unter anderem auch, dass wir auch viel Kritik bekommen haben von unseren Fans und auch von den Hatern, die gesagt haben, hört mal zu, es gibt viel zu viele verpasste Weightcuts, es gibt viel zu viele ausgefallene Kämpfe und wir
einfach den Eindruck hatten, dass da nicht die notwendige Verlässlichkeit ist, weil Max und er da erstmal beweisen muss, dass er verlässlich genug ist, um im Titelrennen auch sicher antreten zu können, wenn wir den Kampf bewerben, wenn sich die Fans drauf freuen und so weiter. Willst du das noch ergänzen, Marc? Ja, es gab genau gesagt zwei Vorschläge. Also es ist gar nicht so, dass er indirekt Titelkandidat war, sondern er war absolut direkter Titelkandidat. Wir hatten natürlich vor, den Kampf so nachzuholen, Adolf gegen Holzer, auch wenn Adolf das erstmal nicht wollte. Aber wir brauchen natürlich eine gewisse Sicherheit. Ich hatte das ja in der Kampfankündigung vom Fight Adolf gegen Starcevic schon gesagt. Es gab einige Absagen von Max in den letzten Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren. Und deswegen haben wir gesagt, pass auf, nachdem Backlash, den wir nach NFC 15 bekommen haben, der auch verständlich ist, weil zwei Riesenfights abgesagt wurden, aufgrund von verpasstem Gewicht, haben wir zu Max gesagt, pass auf, wir können dich booken in einen Titelkampf, aber du musst in bestimmten Zeiträumen ein vorgeschriebenes Gewicht haben und uns das mitteilen, um einen zu harten Cut zu verhindern. Und das Gleiche hätte auch für Adolf gegolten, der hätte das auch tun müssen, aber das hat Max Holzer abgelehnt. Das hast du, Max, in deinem Video allerdings nicht erwähnt. Daraufhin gab es einen zweiten Kompromissvorschlag unsererseits an dich oder an dein Team, in dem wir gesagt haben, okay, pass auf, wenn wir so nicht zusammenkommen, dass wir direkt einen Titelkampf booken und ihr beide vorher eure Gewichte trackt, dann machen wir es einfach anders. Wir machen ein Contender-Turnier und erstmal gar keinen Titelkampf. Ein Turnier mit vier Leuten, in dem Adolf drin wäre, Holzer drin wäre, Starcevic und ein weiterer Kämpfer drin wäre. Und die beiden sozusagen Sieger dieser Halbfinalkämpfe hätten dann im Finale gegeneinander gekämpft. So hätte man umgangen, einen weiteren Main-Event um den Titel im schlimmsten Fall absagen zu müssen. Und beide hätten sich erstmal, oder Max hätte sich erstmal in dem Fall beweisen können. Auch das hast du aber abgelehnt. Genau. Und das zusammen zu fassen mit ich bin raus aus dem Titelrennen, ist eine starke Verkürzung. Und nicht ganz das, was passiert ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Und dann ging es ja weiter, und da gucken wir jetzt gleich nochmal rein, dass quasi ein würdiger Ersatz vorgeschlagen wurde in Form von Johnny Palukai. Einen würdigen Ersatz hatte ich mit Johnny, den auch direkt an die Hand gegeben sozusagen. Jemand aus meinem Team, der auf jeden Fall auch einen ordentlichen Kampf hier abgeliefert hätte. Der hätte die 61 sofort machen können, genauso wie ich auch. Wäre ich halt nicht krank gewesen. Ja, Johnny Palukai ist ein Thema für sich, ein Thema, das schon sehr, sehr lange hier bei Fighting oder bei NFC schwelt, ein Thema, das wir auch nie öffentlich gemacht haben. Johnny hat ja bei uns gekämpft, hat gute Fights gemacht oder einen guten Fight gemacht gegen Abubakar Sabidov und wir haben ihm daraufhin einen Vertrag vorgelegt, so wie wir es mit vielen anderen Kämpfern getan haben, übrigens als erste Organisation in Deutschland. Diese Verträge, und da werden wir später sicherlich auch nochmal drauf kommen, bieten den Kämpfern und uns als Veranstaltern eigentlich Sicherheit, dafür sind sie da, Planungssicherheit beispielsweise. Johnny hat diesen Vertrag unterschrieben und hat wenig später um eine Auflösung dieses Vertrags gebeten, mit der Begründung, dass er in die USA möchte, um dort zu studieren. Und wir haben der Sache zugestimmt, beziehungsweise haben gesagt, wir lassen den Vertrag erstmal ruhen, solange kannst du in die USA gehen und studieren. Was Johnny aber gemacht hat, ist, er ist nicht in die USA gegangen, um zu studieren, sondern er hat bei einer anderen Organisation gekämpft. Zweimal ist dort sogar Champion geworden, wenn ich mich nicht irre, nämlich bei Wheel of MMA, das kann man ja ganz klar sagen. Das wäre für uns eigentlich Grund genug gewesen, juristische Schritte einzuleiten. Haben wir aber nicht getan, weil wir gesagt haben, pass auf, mit sowas wollen wir uns nicht, also wir unsere Energie für sowas gar nicht verwenden. Wir haben andere Sachen vor der Brust und wir wollen auch ein solches Thema gar nicht hochkochen durch beispielsweise irgendwelche Videos, die wir ja auch hätten machen können. Den jetzt vorzuschlagen als würdigen Ersatz ist natürlich schwierig, insbesondere, weil ja auch sehr, sehr häufig auch in deinem Video argumentiert wurde, der Adolf zum Beispiel hat noch nie im Bantamgewicht gekämpft, der Starcevic hat noch nicht viele Kämpfe im Bantamgewicht gemacht, Johnny Palukai auch nicht. Also den als Ersatzmann vorzuschlagen, in dem Moment ein wenig unpassend. Ja, vielleicht noch ein paar Sachen ergänzend dazu. Wann habt ihr schon mal davon gehört, dass jemand einen Kampf irgendwie absagt und dann der Kämpfer selbst sagt, ey, übrigens, nimm doch den, und die Veranstaltung das dann machen soll? Also das ist erstmal eine Logik, die ist spannend, also kreativ mit Sicherheit, aber absolut unüblich. Und vielleicht auch nochmal ein Detail zu unseren Mehrkampfverträgen, was auch nicht alle Leute da draußen wissen, sondern was wir machen, was uns keiner gesagt hat, dass wir es machen müssen, sondern wir machen das, weil es
aus unserer Sicht heraus Sinn macht, weil wir ja wollen, dass die Leute auch trainieren können und auch den Fighter-Lifestyle leben können, ist, bei Abschluss des Vertrages, ohne dass man gekämpft hat, gibt es einen Signing-Bonus, der logischerweise dafür gedacht ist, dass die Leute sich auf die nächsten Kämpfe gut vorbereiten können, also dieses Geld nehmen können, um zum Beispiel in ihre Vorbereitung zu stecken. Und in dem Moment, wo Palukai sagt, ja, ich bin übrigens raus aus dem Vertrag, ohne einmal für uns gekämpft zu haben danach, wäre die Rückzahlung dieses Signing-Bonus auch eigentlich angefallen, hat er uns auch mehrfach versprochen, ist nie passiert. Und in so einer schwierigen Situation, die die Veranstaltungsreihe mit dem Kämpfer hat, zu sagen, ihr hättet da einfach den Paddock einnehmen können, auch das ist nicht die komplette Wahrheit. Und auch das stellt unsere Position nur sehr, sehr verkürzt dar. Ja, zumal uns ja zugesichert wurde, dass er diesen Signing-Bonus zurückzahlt, da er dann nicht mehr bei uns gekämpft hat. Er hat quasi Kohle geschenkt bekommen für eine Leistung, die er nie erbracht hat. Dieses Zurückzahlen ist bis heute nie passiert. Auch dazu wurden nie rechtliche Schritte eingeleitet. Es wurde nie ein Video veröffentlicht, ein Post gemacht oder sonst irgendwas. Wir haben gar nichts dazu gesagt, sondern dieses Thema einfach bei sich oder auf sich beruhen lassen. Und im Übrigen, wenn wir einmal bei der Fight School Hannover sind, ich will jetzt nicht auf irgendwelchen Teams rumhacken. Ich weiß, die machen sportlich eine ganz hervorragende Arbeit. Und das will ich ja auch nochmal ganz klar sagen. Wir haben immer gesagt, Max Holzer ist eines der besten Bantamgewichte Deutschlands, sicherlich Top 3 zusammen mit Khalid Taha und Kushet Kakorov. Also auf der sportlichen Ebene läuft das professionell ab, aber auf der Business-Ebene häufig unprofessionell. Ein anderes Beispiel, auch wenn das jetzt mit dem Thema Max Holzer vielleicht nicht viel zu tun hat, aber ich möchte es ganz gerne nochmal erwähnen, weil es sehr, sehr aktuell ist. Wir haben einen Kampf angesetzt in Absprache mit der Fight School zwischen Maysam Agadisey und, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, sorry, und Anastasios Khatsiouliadis. Und zwar in München sollte der kämpfen, beziehungsweise der Kampf sollte eigentlich schon in Essen stattfinden. Beide hatten sich dann verletzt, also haben wir den Kampf auf München geschoben. Das war mit beiden Kämpfern abgesprochen. Der Kampf wurde sogar schon veröffentlicht. Wir haben damit geworben und plötzlich wurde der Maysam aus diesem Kampf wieder abgezogen, weil der Fight School Hannover eingefallen ist, dass sie am 11.11., also am selben Tag wie unsere München-Veranstaltung, einen eigenen Event bei sich im Gym machen und deshalb keine Corner stellen können für Maysam, sodass wir einen bereits beworbenen Kampf wieder platzen lassen mussten und einen Ersatzmann finden mussten für Tasso, was wir im Übrigen getan haben. Mit Sami Sarabi und damit wahrscheinlich sogar noch einen besseren Kampf zusammengestellt haben als vorher. So viel aber nur dazu. Kommen wir zum nächsten Argument und bitte. So, jetzt das Ding. Natürlich hatte ich in meiner Vergangenheit auch ein paar Fehltritte. Einmal habe ich mein Gewicht verhauen. Was heißt verhauen? Ich habe um 200 Gramm das Gewicht verpasst und infolgedessen eines harten Cuts musste ich halt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Corona-Zeit bin ich einmal krank geworden und musste da auch einen Kampf absagen. Aber ich finde, das sind Sachen, die kann man mir jetzt nicht unbedingt so hinlegen, dass ich kein 61er bin. Weil auf mich wird ja zugekommen, wird gesagt, ja, ich habe bei 61 nichts verloren. Ja, das nächste Argument ist so, dass Max Holzer sagt, naja, es gäbe eigentlich keine wirklichen Argumente dafür, dass er kein 61er sei oder kein zuverlässiger 61er. Und da muss man sagen, ja klar, er hat das Gewichtslimit von 61 Kilogramm schon erbracht in seiner Karriere. Das keine Frage, das kann man ihm nicht nehmen, das wollen wir ihm auch gar nicht nehmen. Wär das so, dass wir es nicht anerkennen, hätten wir ja auch tatsächlich gesagt, du bist aus dem Titelrennen, was wir ja bereits schon auch thematisiert haben, dass das nicht der Fall war. Es geht aber darum, ob die Planung mit einem Kämpfer denn so möglich ist. Und wenn man als Veranstaltungsreihe mit einem Kämpfer planen muss, dann mit einem Champion. Weil ein Champion, der inaktiv ist, ein Champion, der einen Kampf absagt, ist nochmal was anderes als jemand von der Undercard beispielsweise. Und da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass es mit Max sehr, sehr schwer ist zu planen. Wir können gerne mal die Chronologie durchgehen. Nach NFC 8 im April 2022 haben wir Max insgesamt 5-mal für einen Kampf angesetzt und davon ist er ein einziges Mal angetreten. Also das ist eine Sache, die Max wohl so nicht sieht. Und das ist das, was ich eingangs des Videos auch gemeint habe. Es gibt unterschiedliche Perspektiven zwischen Veranstaltungsreihe oder beziehungsweise Veranstalter und Kämpfer. Und da können wir auch gerne noch mal einmal durchgehen. Also bei NFC 10 hatte er Corona. Da hat er abgesagt, das ist seine Schuld. Nicht seine Schuld. Da kann man jetzt nicht viel sagen. Das kann passieren. Wenn das mal passiert, kein Problem. Bei NFC 11 war es so, dass ein ursprünglicher Gegner, der Walid, musste absagen und gegen den Ersatzmann konnte Max dann das Gewicht nicht bringen und musste am
im Anschluss sogar ins Krankenhaus. Der Kampf wurde abgesagt, das Ganze auch wieder kurzfristige Absage, dann einmal mehr quasi Futter für die Leute, die sagen, oh, bei NFC fallen lauter Kämpfe aus. Wir stehen in dem Moment hinter Max, sagen, oh Mann, hoffentlich geht es dir bald wieder gut. Wir bieten dir sobald wie möglich einen neuen Kampf an, hoffen aber, dass es deiner Gesundheit gut geht. NFC 13 macht er das auch, bringt sein Gewicht und der Kampf findet statt. Alles super, wir freuen uns. NFC 14, da wollte er eigentlich direkt wieder kämpfen, das war 8 Wochen später. Und wir haben den Kampf auch veröffentlicht, also am 5. April, beziehungsweise haben angegeben, hey, Max wird bei uns kämpfen, freut euch drauf, wir veröffentlichen das Ganze. Und 15 Tage später sagt Max ab, weil er lieber ins Trainingslager fahren möchte. Klammer auf, warum wollte er ins Trainingslager fahren? Er hatte den Bonus bekommen, hat den Bonus gewonnen bei NFC 13, den wir eingeführt haben, zusammen mit DeFi Chain. Und mit der Kohle von dem Bonus hat er dieses Trainingslager bezahlt. Sei ihm gegönnt. 5.000 Euro Bonus, ne? Trotzdem, also sei ihm gegönnt und trotzdem ist das eine Absage. Ja, wahrscheinlich hat er das auch gar nicht so als so groß empfunden, aber wir haben mit ihm, mit seinem Namen schon geworben. Wir sind ja fest davon ausgegangen, dass er kämpft. Viele Fans sind fest davon ausgegangen. Das ist eine Absage und ein Wasser auf die Mühlen, wenn man sagt, er ist nicht verlässlich genug. Und bei NFC 15 sagt er dann seinen Kampf gegen Adorf ab, den wir wieder beworben haben, wo wir uns anhören müssen, ja, eure Kämpfe finden nicht statt. Auf den Kampf haben sich sehr viele Leute, mich eingeschlossen, sehr gefreut. Mit der Begründung, das ist das, was bei uns angekommen ist, er sei krank, kann nicht trainieren und auch ans Gewicht machen sei deshalb überhaupt nicht zu denken. Und die Begründung dafür ist er uns und den Fans auch schuldig geblieben. Also wir haben mehrfach gefragt, was hast du denn? Bitte die Fans fragen, die Fans wollen wissen, wir wollen es wissen. Und wir haben weder einen Attest gesehen, noch eine klare Aussage bekommen. Es gab auch kein Aussagevideo an die Fans, dass das irgendwie begründet hätte, sondern wir waren diejenigen, die sagen mussten, übrigens, sorry, Max kann nicht kämpfen. Was uns auch wieder in einer blöden Position zurücklässt, haben wir in dem Moment gemacht. Und dieser Attest, den Max in seinem Video jetzt gepostet hat, wo, ich weiß gar nicht, was drin stand, Fieberattacken oder so, glaube ich, das ist natürlich ein absolut valider Grund, einen Kampf abzusagen. Nicht falsch verstehen. Das wirft ihm niemand vor. Aber wir haben diesen Attest mehrfach eingefordert. Vertraglich ist ein Kämpfer dazu verpflichtet, bei einer Absage krankheitsbedingt diesen Attest selbstständig vorzulegen, ohne überhaupt eine Nachfrage. Nach mehrfacher Nachfrage gab es keinen Attest. Das Einzige, was wir gehört haben, ist, ja, der ist krank und wir wollen uns jetzt hier nicht in irgendeine blöde Ecke stellen lassen. Attest gibt es nicht, so nach dem Motto. Das war die Ansage, die wir bekommen haben. Und damit können wir das natürlich, du hast es gesagt, Andreas, relativ schlecht auch an die Fans kommunizieren. Wir sagen, ja, der Kampf ist ausgefallen. Warum? Ja, keine Ahnung. Schlechte Position für uns. Du hast es jetzt aufgezählt, Andreas, diese ganze Chronologie. Krankheit, dafür kann keiner was, für Corona, für Fieber und so weiter und so fort. Aber wir sind ja kein Wohltätigkeitsverein, sondern natürlich wünschen wir unseren Kämpfern das Beste. Aber wenn ein Kämpfer von 5 Ansetzungen nur ein einziges Mal stattfindet, dann ist es doch bitteschön erlaubt zu sagen, du musst erstmal beweisen, dass du einen Main-Event-Spot wahrnehmen kannst. Denn, und nochmal, das heißt nicht, dass wir Max nicht würdig halten, um Titel zu kämpfen oder für schlechter halten als Dino Starcevic oder Maurice Adolf. Darum geht es nicht. Er kann der beste Kämpfer der Welt sein. Der kann in der Lage sein, John Jones zu besiegen. Aber wenn er am Kampftag nicht in diesem Cage steht, weil er das Gewicht nicht bringt, weil er krank ist, weil er whatever, dann bringt uns das als Organisation nichts und dann bringt auch ihm als Kämpfer das nichts. Nächstes Argument. Ja, nächstes Argument, das hast du quasi schon ein bisschen mit vorweggenommen. Ich war nachweislich krank, sagt er ja. Und das ist ja schön. Das Problem ist, der Nachweis ist nie bei uns angekommen. Wir hören uns aber erstmal an, was er sagt und dann gehen wir darauf ein. Ich war nachweislich krank in meiner letzten Vorbereitung bin ich schwer krank geworden, musste deshalb den Kampf absagen und jetzt kommt da auf mich zu, dass ich angeblich keinen Titelkampf mehr kriegen soll. Max sagt, er ist nachweislich krank gewesen. Jetzt haben wir den Nachweis auch gesehen. Es gibt da ein paar Themen. Erstens haben wir das schon mal eingeordnet in die generelle Unzuverlässigkeit, die wir ihm, glaube ich, guten Grund haben, unterstellen zu dürfen. Und wir geben ihm aber trotzdem ja die Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen. Zu sagen, hey, ich habe das alles im Griff, ich habe meine Gesundheit im Griff, ich habe meinen Körper im Griff, ich habe das Gewicht machen im Griff, ich bin wieder am Start. Niemand hat gesagt, du darfst nicht mehr bei uns kämpfen, du darfst nicht bis 61 kämpfen, du darfst nicht um den Titel kämpfen. Haben wir nie gesagt. War auch nie der Tenor dessen, was wir gesagt haben.
Dazu hat er das Attest bei uns nie gezeigt, vorgezeigt, hingeschickt. Wir warten darauf, wir haben das erste Mal auch in diesem Video gesehen. Das Datum, das Attest, das er da gezeigt hat, war der 4. August. Die Kampfabsage war am 14.8. Das heißt, er hat am 4. August einen Attest bekommen, hat uns am 14.8., also 10 Tage später, gesagt, ich kann nicht kämpfen, mit der Aussage, ja, aber so richtig genau wissen wir nicht, was los ist. Also entweder habe ich einen Attest und das ist der Nachweis, was ich habe, oder ich weiß nicht, was mit mir los ist und muss es noch rausfinden. Aber da passen auf jeden Fall auch ein paar Dinge nicht zusammen. Klar, fieberhafter Infekt, aber was ist das? Das kann alles Mögliche sein. Es kann was sein, das nach 3 Tagen weg ist. Es kann was Ernsthaftes sein. Und bei der Aussage, ey, ich kann in 6 Wochen, in 8 Wochen nicht kämpfen, gehen wir erstmal davon aus, okay, das ist einfach nicht möglich für ihn und kann vielleicht auch was Größeres sein. Ohne dass wir mehr wissen, können wir da wenig zu sagen. In seinem Livestream selbst sagt er, ich war 4 Wochen sehr stark krank, hatte auch was an der Lunge. Seitdem ist meine Lunge katastrophal. Meine Coaches meinten dann, für einen 5-Runden-Kampf vorbereiten, wenn wir nicht mal wissen, was für eine Scheiße du hast, ob das vielleicht auch irgendwas am Herzen ist oder sonst was. Ich lasse das gerade alles abchecken, dann können wir nicht kämpfen. Also, wir wissen nicht genau, wie es um die Gesundheit von Max steht und müssen deshalb aufgrund mangelnder Kooperation und mangelndes Informationsflusses davon ausgehen, dass er überhaupt nicht in der Lage ist, das Bantam-Gewichtslimit zu erfüllen. Es sei denn, er zeigt uns das. Das ist im Prinzip nochmal die Argumentation, warum wir Verlässlichkeit verlangen in dem Moment. Und da wir da auch so ein bisschen im Dunkeln gelassen wurden, seitens des Managements, seitens Max, also da hat uns keiner irgendwas anderes gegeben. Und also nochmals, auch als Veranstaltungsreihe ja in der Situation sind, dass wir hatten ein paar sehr blöde Absagen, ja. Also Fabio Schäfer hat abgesagt, das hat irgendwie die ganze Welt mitbekommen. Jetzt zuletzt auch Max gegen Adorf und so, ja. Und dann, unabhängig davon, dass wir ja immer wieder betonen, dass solche Absagen im Kampfsport ja leider mit dazugehören und bei allen irgendwie mit dazugehören, ist das was, was wir natürlich versuchen zu vermeiden. Und würden wir das nicht versuchen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu vermeiden, indem wir zum Beispiel anbieten, hey, gibt doch regelmäßige Gewichtsupdates, worauf sich Max nicht einlassen wollte, dann wären wir doch nachlässig, oder? Und dann würden wir uns auch unseren Fans gegenüber nicht verantwortlich verhalten. Das ist zumindest mal unsere Position dazu. Naja, und ich sag mal, Max, wenn du in deinem Livestream selbst sagst, du lässt dich von Ärzten durchchecken und hast vielleicht was an der Lunge oder am Herzen, dann müssen wir natürlich davon ausgehen, wenn wir keine anderslautende Information von dir bekommen, auf mehrere Nachfragen hin, dass dieses Problem nach wie vor besteht. Und jemand, der ein Problem an der Lunge oder am Herzen hat, den lasse ich gar nicht kämpfen. Das ist schon mal Nummer eins. Wir haben hervorragende Ärzte, die, wenn sie sowas hören, bei denen sofort die Alarmglocken angehen. Wir haben beispielsweise schon einmal Florim Sendeli aus einem Main- oder Co-Main-Event rausgenommen, damals noch in der NFC Series, weil er ein Problem am Herzen hatte und haben ihn erst kämpfen lassen bei der nächsten oder übernächsten Veranstaltung, als ein seriöser Arzt hier aus Deutschland ihn geklärt hat. Das vielleicht nur mal nebenbei. Und wir würden dich also gar nicht kämpfen lassen, wenn du ein Problem am Herzen oder an der Lunge hast oder wenn wir das vermuten müssen, weil wir keine anderslautende Information von dir bekommen und wir würden dich schon gar nicht in einen Main- oder Titelfight packen. So viel also dazu. Nächstes Argument. Ja, nächstes Argument trägt er ja selbst vor. NFC hat mich hintergangen, kein Titelkampf wegen Adorf und wegen seiner Instagram-Follower. Und das Ding ist, ich fühle mich auch etwas hintergangen, weil ich hatte schon von den größten Organisationen Europas Verträge auf dem Tisch liegen, habe aber gesagt, ey, wir haben das Ding mit NFC angefangen, jetzt ziehen wir es durch, ich will da Champion werden, ich will gute Kämpfe, eine coole Show abliefern für die Fans. Ja, und jetzt stehe ich im Endeffekt auch noch so da, dass mir gesagt wird, ja, du kriegst keinen Titelkampf mehr, wegen ihm im Maurice, der noch nie bei 61 gekämpft hat. Und ich kann auch nur sagen, hätte Lascha irgendwie das Gewicht geschafft, dann hätte er ihn in 2 Hälften gerissen. Von daher, ihr nehmt da gerade Vollidioten, die gegen mich nicht kämpfen wollen und versucht, mit denen einen Titelkampf zu machen, wegen irgendwelchen Instagram-Followern oder sonst was. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Also erstens mal hat Maurice Adolf gar nicht besonders viele Instagram-Follower. Der hat natürlich eine Menge Wellen geschlagen damals mit seiner McGregor-Nummer. Aber ich sag mal, in den letzten paar Jahren hat er sich, was die Social-Media-Geschichte angeht, ziemlich zurückgehalten. Und so viel Hype oder so viel Follower zumindest hat er in den sozialen Medien nicht. Das vielleicht nur mal ganz nebenbei. Aber darum geht es ja auch nicht. Diesen Titelkampf im Dezember hat Max nicht bekommen aufgrund der vorgenannten Gründe, auf mangelnder Kompromissbereitschaft und fehlender Zuverlässigkeit in den vergangenen Monaten. Nicht, weil wir
Maurice Adorf besonders lieben oder weil wir Maurice Adorf besonders toll finden, sondern weil Maurice Adorf bislang bei jedem Kampf, in dem wir ihn gesetzt haben, und es sind ja einige ausgefallen, Arian hat damals eine Rückenverletzung gehabt, ist jetzt Gott sei Dank wieder auf dem Damm. Tasso hat das Gewicht nicht gebracht, ihr erinnert euch sicher. Jetzt hatten wir das Problem mit Lascher und mit Max Holzer. Maurice Adorf hat sein Gewicht immer gebracht, und zwar auf den Punkt. Championship Weight. Er war da, er war zu den Medienterminen da, er war zu den Kämpfen da, er hätte kämpfen können. Was sollen wir denn machen? Sollen wir ihn bestrafen und ihm den Titelkampf wegnehmen? Also, es wird ja in den Kommentarspalten zurzeit immer so getan, gerade unter dem Video von Max, dass wir Max den Titelkampf nicht geben wollen, sondern geben ihn lieber Adorf, weil wir Fame wollen und weil wir Geld verdienen wollen. Das stimmt ja nicht. Max hatte den Titelkampf gegen Adorf. Max war nicht da, der Kampf ist geplatzt, jetzt setzen wir den Kampf neu an. Aber wir können doch Adorf nicht den Titelkampf wegnehmen. Warum sollten wir ihn denn bestrafen? Er hat doch alles richtig gemacht, er hat doch nichts falsch gemacht, er hat sein Gewicht erbracht, er war da. Wir haben ihn übrigens, als klar war, dass Lascher das Gewicht nicht bringen wird, trotzdem sein Gewicht erbringen lassen, das auch nochmal nebenbei in Essen. Das heißt, er hat seinen Cut gemacht und wir können ihn diesen Titelkampf nicht wegnehmen. Warum sollten wir auch? Naja, und also vielleicht auch da nochmal ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, er hat nicht nur sein Gewicht gebracht, wir haben ihn bezahlt. Wir haben ihm seine Kampfgage bezahlt, obwohl, das war jetzt nicht Max Schuld, aber Lascher hat sein Gewicht nicht gebracht. Lascher ist aber auch nur da gewesen, weil Max gesagt hat, ich kann nicht kämpfen. Wir haben das voll bezahlt. Ja. Also jedes Mal, wenn jemand, und das müssten wir nicht, ja. Also es ist durchaus unüblich für Veranstaltungen. Bei der UFC macht man das, aber bei den meisten anderen Veranstaltungen ist das unüblich, dass dann trotzdem die Kämpfer ihre volle Fightgage bekommen. Wir, ohne zu diskutieren, haben gesagt, ey, du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt, du kannst gerade nicht performen, also kriegst du deine Kohle. Und es ist ja auch spannend zu sagen, vielleicht nur mal als Zusatzüberlegung, der hat ja gar keinen Titelkampf verdient, dieser Adorf, aber gleichzeitig einen Titelkampf gegen den anzunehmen. Also warum denke ich, jemand ist nicht würdig, um den Titel zu kämpfen, bin aber selber der Meinung, naja, wenn ich gegen den um den Titel kämpfe, ist schon in Ordnung. Also hättest du dann den Titel auch nicht verdient gehabt, wenn du gegen jemanden wie Adorf gewinnst? Irgendwie fehlt mir das so ein bisschen an Konsistenz, das Argument. Nächstes Argument. Jetzt stehe ich im Endeffekt auch noch so da, dass mir gesagt wird, ja, du kriegst keinen Titelkampf mehr. Wegen ihm im Maurice, der noch nie bei 61 gekämpft hat. Das Argument lautet ja, Maurice Adorf will nicht gegen Holzer kämpfen. Und in den Kommentaren wurde daraus dann direkt gestrickt, Maurice Adorf ist jetzt der Matchmaker bei NFC und sucht sich seine Kämpfe selber aus. Also, erstens mal ist Maurice Adorf natürlich nicht der Matchmaker bei NFC. Max Holzer aber auch nicht. Und Adorf hat im Podcast nach NFC 15 klar gesagt, ich will als nächstes erstmal weder gegen Holzer kämpfen noch gegen Lascher kämpfen, einfach weil ich so oft jetzt einen Cut hatte, ein Trainingslager hatte und meine Kämpfe ausgefallen sind. Nicht nur gegen Max, wie gesagt, auch gegen andere Namen, haben wir ja gerade schon aufgezählt. Aber er hat verständlicherweise gesagt, ich möchte beim nächsten Mal einen Typen, bei dem ich mir sicher bin, dass der dasteht. Er hat aber nicht gesagt, ich werde nie gegen Max Holzer kämpfen. Wir haben die Option bereits angesprochen. Es hätte die Option eines Contender-Turniers oder eines Titel-Championship-Turniers gegeben mit 4 Teilnehmern. Der Gewinner am Ende holt den Titel. Die wäre möglich gewesen. Es wäre auch möglich gewesen, dass Adorf und Starcevic um den Titel kämpfen und Holzer, wenn er einen anderen Kampf vorher macht, zeigt, er ist wieder da, er kann wieder kämpfen, seinen Shot bekommt. Auch das wäre möglich gewesen. Es war nie die Rede davon, dass er niemals einen Titelkampf bekommt oder dass Adorf niemals gegen ihn kämpfen würde. Warum auch? Er hat den Kampf ja schon mal angenommen, nämlich bei NFC 15 im September. Idioten, die gegen mich nicht kämpfen wollen und versucht, mit denen einen Titelkampf zu machen, wegen irgendwelchen Instagram-Followern oder sonst was. So, und hier an diesem Punkt möchte ich auch gerne mal sagen, weil immer wieder gesagt wird, ja, so NFC denkt, die hätten mich sozusagen aufgezogen, weil NFC hätte mich gemacht. Ich wurde damals geholt, um gegen Luster zu verlieren. Ich habe Luster 3 Runden lang dominiert und die haben trotzdem noch versucht, mir den Sieg zu klauen. Es ist ja immer schwierig, wenn mir jemand sagt, er wüsste, was jemand anders denkt. Ne? Und wenn Max Holzer sagt, wir denken, wir hätten ihn gemacht, dann frage ich mich natürlich so ein bisschen, auf welcher Basis er diese Aussage trifft. Denn das haben wir so nie gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals gesagt habe. Aus deinem Mund habe ich das auch noch nicht. Ich habe schon viel Blödsinn aus deinem Mund gehört, Marc, aber das habe ich noch nicht gehört. Und wenn überhaupt, dann geht das ja auch nicht alleine. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir alle schon gelernt haben, im Kampfsport und im MMA insbesondere. Du kannst niemanden aufbauen, der nachher nicht performt. Das heißt, was wir machen, ist, wir geben den Leuten eine Bühne und wir freuen uns, wenn das funktioniert und wir haben bestimmt unseren Anteil daran,
dass Leute im Sport groß werden. Und so viel würde ich mir jetzt mal rausnehmen, zu sagen, die Bühne, die wir Max Holzer gegeben haben, hat seiner Karriere mit Sicherheit nicht geschadet. Dass wir ihn gemacht haben, nein. Er ist ein hervorragender Sportler, das hast du ja auch schon gesagt, Marc. Der wäre mit Sicherheit auch seinen Weg anderswo gegangen. Ob er dann schon weiter wäre oder ob er dann vielleicht noch unbekannter wäre, das darf gerne jeder für sich selber einschätzen. Ich glaube, dass wir durchaus was dazu beigetragen haben, da wo er jetzt gerade ist, aber das ist meine Perspektive. Aber niemand von uns hat jemals gesagt oder ist auch mit der Haltung daran gegangen, wir hätten Max Holzer gemacht. Und die Idee, wir hätten ihn zur Promotion geholt, damit er gegen Luster verliert, das ist auch ein ziemlicher Kokolores. Damals wie heute steht NFC für Kämpfe auf Augenhöhe und einen 5-0er gegen einen 3-0er antreten zu lassen, macht total viel Sinn. Und ich wüsste auch gar nicht, auf welcher Basis wir jetzt Max hätten unterschätzen sollen und gedacht, ah, da läuft der Luster durch und dann haben wir den neuen Star bei NFC. Also ich wüsste gar nicht, wie wir zu dieser Einschätzung hätten kommen sollen. Und deswegen ist das erstmal schlichtweg falsch. Ja, und ich kann mich erinnern, ich meine, das könnt ihr uns jetzt glauben oder nicht, aber als dieser Kampf damals angesetzt wurde, du hast es gesagt, Luster war damals 5-0, Holzer war 3-0, wir haben uns intern überlegt, wer wird das Ding wohl gewinnen, und ein Großteil der Crew war eigentlich der Meinung, dass Holzer als Favorit da reingeht, obwohl Luster gerade aus einem ziemlich starken Sieg kam, ich glaube gegen den Markus Bock war das damals. Also, das ist absoluter Quatsch, und du hast natürlich recht, NFC macht keine Kämpfer. Die Kämpfer machen sich selbst, beziehungsweise die Gyms, die Teams, die dahinter stehen. NFC bietet Kämpfern eine Bühne. Und natürlich haben wir Max die Bühne geboten, auf der er kämpfen kann. Gemacht haben wir ihn aber nicht. Und wir haben ihn aber auch nicht geholt, um zu verlieren. Und was wir mit Sicherheit nicht gemacht haben, weil wir es gar nicht können, selbst wenn wir es wollten, ist ihm den zu versuchen, ihm den Sieg zu klauen. Also dieses Argument verstehe ich überhaupt nicht. NFC hat versucht, mir den Sieg zu klauen. Wie soll das denn gehen? Also die Kämpfe bei uns werden von der GEMAF sanktioniert. Das ist ein unabhängiger Verband. Das ist der führende Verband in Deutschland, unterstellt der IMAF, die der führende Weltverband ist. Und ihr könnt ja gerne mal versuchen, den Clemens Werner anzurufen, der der Chef ist von der GEMAF, und den mal zu bitten, ein grobes Ding zu drehen. Also da bin ich mal auf die Reaktion gespannt, weil das ist der, und ich sage das im positivsten aller Sinne, größte Erbsenzähler, den ihr euch vorstellen könnt. Der Mann ist sowas von überkorrekt, der verdient keinen Cent mit der Nummer, der macht das aus purer Leidenschaft, und der wird definitiv keine Kämpfe verschieben. Warum auch? Was hätten wir denn davon, Max Holzer einen Kampf zu klauen? Ich verstehe das Argument überhaupt. Also abgesehen davon, dass Luster damals nie, also er war nie einer unserer Vertragskämpfer, war keiner, wo wir gesagt haben, okay, den wollen wir jetzt aufbauen, da haben wir uns committed, keine Ahnung, den machen wir jetzt zum neuen Gesicht der Marke oder so. Und ja, probiert das doch mal. Nehmt euch doch mal ein Bündel Hunderter und geht auf eine Veranstaltung, ob es jetzt eine NFC-Veranstaltung ist oder irgendeine andere, die GEMAF sanktioniert, und versucht mal denen was zuzustecken dafür, dass sie irgendwo eine Runde anders werten. Ihr werdet es nicht schaffen, ja, und ihr werdet da sehr, sehr böse, ja, Blicke ernten. Das kann ich euch versprechen. Guck mal, Leute, also jetzt auch mal ohne Witz. Ich meine, ihr kennt NFC, dafür haben die Leute, die jetzt vielleicht haten und früher noch nicht gehatet haben, NFC auch immer gefeiert, obwohl sich daran nichts geändert hat bis heute. Wir machen Kämpfe auf Augenhöhe. Das ist unser Anspruch. Kämpfe auf Augenhöhe. 3-0 gegen 5-0. Uns ist es doch vollkommen scheißegal, wer den Kampf gewinnt am Ende des Tages. Weil das sind beides hochkarätige Nachwuchstalente. Egal, wer das Ding gewinnt, den können wir weiter aufbauen. So machen wir es mit allen Kämpfern. So machen wir es mit Tasso gegen Sarabi jetzt beispielsweise. So machen wir es mit anderen Kämpfern auch. Also es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, wir geben Luster den Sieg und lassen Holzer verlieren. Das ergibt doch keinen Sinn. Aber gut, nächstes Argument. Sehe ich halt auch nichts. Und außerdem fühle ich mich halt einfach ja, nicht richtig respektiert. Weil das Ding ist halt einfach, Leute aus meinem Team, wie der Tobi zum Beispiel, machen bei NFC ihren ersten Kampf, kriegen mehr Geld als ich. Und ich muss mich in der Gegend rumstreiten, eine vernünftige Gage für meinen Titelkampf zu kriegen, der mir jetzt sogar abgenommen wird. Ja, Max, du fühlst dich nicht respektiert. Das war eigentlich die Aussage, die mich fast schon am meisten aufgeregt hat. Andreas hat es vorhin ja schon mal kurz angerissen. Also es gibt seit einigen Monaten, oder ich glaube sogar erst seit der Dortmund-Veranstaltung, ne, gibt es diesen DeFi-Chain-Bonus. Oder hatten wir den Anfang des Jahres schon? Ich weiß auch gar nicht. Auf jeden Fall gibt es den seit diesem Jahr. 10.000 Euro stellt uns DeFi-Chain zur Verfügung pro Veranstaltung, um sie an Kämpfer auszuschütten. Explizit, um
junge, aufstrebende Talente zu fördern, die mit diesem Geld sich Trainingslager finanzieren etc. pp., weil wir den Leuten von DeFi Chain gesagt haben, pass auf, die Situation in Deutschland ist eine schwierige. DeFi Chain ist sehr daran gelegen, dass nicht nur sportliche Leistungen honoriert werden, sondern auch, ich sag mal, alles, was man so mit dem, allgemein mit dem Kampfsport-Spirit in Verbindung bringt. Also Respekt vor dem Gegner, ein positives Mindset etc. pp. Und als in Dortmund diese Veranstaltung rum war, standen wir vor der Aufgabe, wem geben wir denn jetzt eigentlich diesen Bonus? Man kann die 10.000 Euro komplett ausschütten, man kann sie aufsplitten etc. pp. Und der Bonus war eigentlich für andere Leute gedacht. Das muss man ganz klar sagen. Während des Podcasts nach der Veranstaltung, und ihr könnt euch diese Sendung nochmal angucken, seht ihr mich tippen, erzählt Max Holzer seine Geschichte, wie schwer er es als in der Kindheit hatte, wie viel er geopfert hat. Also eine wirklich respektable Story. Er kommt aus dem Nichts, er kommt aus dem Dreck, hat sich hochgearbeitet. Kampfsport ist sein Weg gewesen, raus aus diesem Dreck. Geile Story. Also Hut ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine der geilsten Geschichten, die ich seit langer Zeit aus dem deutschen MMA gehört habe. Also haben wir intern während dieser Live-Sendung hin und her geschrieben, wir können euch gerne Chatverläufe zeigen, wenn ihr es wollt. Yo, gebt dem Jungen 5.000 Bonus. Gebt ihm wenigstens die Hälfte des Bonuses. Haben das kurz mit DeFi Chain geklärt, auf dem kurzen Dienstweg, innerhalb von 5 Minuten war das Thema durch und Max Holzer bekommt 5.000 Euro Bonus. 5.000 Euro Bonus. Wo respektieren wir dich nicht? Wir haben noch nie schlecht über Max Holzer gesprochen. Noch nie. Ganz im Gegenteil, jedes Mal, wenn ich den Namen in den Mund nehme, habe ich gesagt, das ist eines der besten Bantamgewichte Deutschlands. Der wird safe in der UFC landen. Der wird vielleicht irgendwann Potenzial haben zum UFC-Champion. All das sind Dinge, die wir immer gesagt haben. Wo ist der fehlende Respekt? Das ist eine gute Frage. Jetzt ist natürlich ein Gefühl erstmal, was er kann sich ja fühlen, wie er sich eben fühlt. Das ist auch schwer, jemandem zu verbieten, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen. Ich für mich selber habe auch nochmal überprüft, ob ich irgendwas gemacht habe, wo ich Verantwortung für übernehmen kann und sagen, hey, da habe ich irgendwie Max falsch behandelt oder so. Ich muss sagen, dass, ja, solche Dinge sprechen dafür. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir ihn auch immer entsprechend hoch angepriesen haben und auch in der Art und Weise, wie wir über seine anstehenden Kämpfe gesprochen haben und auch über die ausgefallenen Kämpfe, dass wir da immer sehr respektvoll mit umgegangen sind. Also keiner hat irgendwie auf ihm rumgehackt, als er das Gewicht nicht bringen konnte und im Krankenhaus lag oder abgesagt hat bei dem Adolf-Ding. Wir haben immer gesagt, ey, ist total schade, das wäre ein toller Kampf gewesen. Und schade, dass er das so interpretiert. Wenn das so ist, dann würde mich mal interessieren, an was macht er das fest? Einfach daran, dass wir jetzt gesagt haben, er ist nicht verlässlich genug für den Titelkampf in unmittelbarer Nähe, also als nächstes. Wenn das so ist, dann steht das für mich in einem ziemlichen Kontrast zu allem anderen, was wir bislang eben so mit und für ihn gemacht haben. Ja, und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch, weil Max das auch im Video gesagt hatte, wir hätten seine Kämpfe auch nie promoted, er hätte selber die Promo gemacht für die Fights. Also erstens mal, Promo für die Fights zu machen, ist auch Aufgabe eines Kämpfers bei NFC. Das steht sogar so im Vertrag. Es tut nicht jeder Kämpfer, auch da halten wir uns zurück und machen relativ wenig Druck, obwohl es uns natürlich massiv schadet, denn jedes verkaufte Ticket trägt dazu bei, dass es eine weitere Veranstaltung geben wird. So ehrlich muss man sein. Wir haben deine Kämpfe aber promoted. Es gab zwei, ich nenne es jetzt einfach mal vorsichtig, Black Tables, auch wenn es am Ende keine Black Tables geworden sind, was völlig in Ordnung ist. Wir wussten vorher, dass Max ein spezieller Typ ist. Wir haben mit Luster quasi dieses Face-Off-Black-Table-Interview gemacht, wo es am Ende irgendwie 8 Minuten lang um Katzen ging. Wir haben einen Black Table mit Adolf gemacht. Wir haben mehrere Porträts geschnitten, Stärken, Schwächen, Analysen gemacht, teilweise welche, die wir in die Tonne hauen konnten, bevor sie überhaupt veröffentlicht wurden, weil die Kämpfe abgesagt wurden und. Also zu sagen, wir promoten die Kämpfe nicht, ist ein Witz. Ja, wir haben einmal einen Vor-Ort-Termin in Hannover absagen müssen, das hatte logistische Gründe, wir wollten eigentlich dahin und wollten eine Hood-Story mit Max machen. Das hatte logistische Gründe. Aber ansonsten haben wir seine Kämpfe immer promoted und zu sagen, wir promoten diese Kämpfe nicht, ist schlicht gelogen. Vielleicht muss man dazu sagen, dass wir natürlich auch da, wir haben nicht unendliche Ressourcen und können für jeden Kämpfer immer eine Hood-Story drehen. Das war geplant und bestimmt auch für ihn dann eine bittere Pille zu hören, ey, wir können das dann jetzt doch nicht machen, aber... Also, und da möchte ich vielleicht auch nochmal einhaken, Andreas, sorry, wenn ich da so reingrätsche, du hast vollkommen recht und das ist ein Thema, das mir sowieso immer ein bisschen auf der Seele brennt. Viele Kämpfer verstehen nicht, was für ein finanzieller Aufwand es ist, mit dieser Crew aufzuschlagen, mit der wir aufschlagen.
Weil heutzutage hat jeder einen Videografen dabei. Die haben ihre Sony-Kamera mit diesem Rode-Richtmikro drauf und jeder rennt dem hinterher und macht was. Wir kommen da mit TV-Equipment an. Wir kommen mit 3-4 Kameras, wir kommen mit mehreren Kameraleuten, mit Licht, mit dies, mit das. So ein Drehtag kostet mal locker 3.000-4.000 Euro. So, wenn wir da 3 Tage machen, könnt ihr zusammenzählen, was da zusammenkommt. Wir sind nur in der Lage, das überhaupt zu stemmen, weil wir A, gute Kontakte haben, weil wir gute Freunde und Partner haben, die selber an dieses Produkt glauben und mit Leidenschaft da reingehen, teilweise für Umme arbeiten, genauso wie im Übrigen wir, weil ich in diesen Kommentaren immer höre, ja, NFC macht sich jetzt nur noch die Taschen voll. Keiner von uns verdient einen Cent. Jeder Cent, der reinkommt, geht in das Produkt rein. Jeder Kämpfer auf der Card. Schön übrigens, Max, dass du dich über dein Honorar aufregst und darüber aufregst, dass dein Teamkollege mehr verdient in seinem ersten NFC-Kampf. Ihr verdient mehr als wir. Und zum allerletzten Satz oder zum quasi Ende dieses Videos, das war ja dann quasi die Quintessenz des Ganzen, ich trenne mich von NFC. Du hast einen Vertrag, Max. Und wir hoffen natürlich, dass du diesen Vertrag bei uns erfüllst. Wir würden uns freuen, dich bei uns zu haben. Gerne auch irgendwann mal in einem Titelkampf. Und das war's von mir. Ja, vielleicht darf ich das ganz kurz noch ergänzen. Dieser Vertrag ist kein Knebelvertrag. Wir haben extra und explizit, weil wir wollen, dass Kämpfer sich entwickeln können und wir niemals einer positiven Karriereentwicklung im Weg stehen können, haben wir Ausnahmen für diesen Exklusivvertrag gemacht. Das heißt, exklusiv für MMA-Veranstaltungen sind die Kämpfer an uns gebunden. Aber kommt beispielsweise ein Angebot von der UFC, dürfen die, siehe Jano Ehrens, sofort aus dem Vertrag raus. Gar kein Problem. Ohne Absprache. Ohne Absprache. Hast du einen UFC-Vertrag, Max? Ich gönn's dir von Herzen. Das wäre juristisch ein sauberer Weg, da rauszukommen. Hast du einen Vertrag mit der PFL? Bitte, mach dein Ding. Alles gut, juristisch sauber. Wir gehen aber jetzt erstmal davon aus, dass du dich genau wie wir an juristische Vereinbarungen hältst. Und einen Vertrag aufzukündigen, in der Form, wie du es da im Video gemacht hast, geht halt so nicht. Ich hoffe sehr, sehr stark, dass du nochmal über all das nachdenkst. Und vielleicht sei mir das erlaubt zu sagen an der Stelle, so wie du mit der ganzen Sache und damit auch mit der Veranstaltung, auch mit uns umgegangen bist, fühle auch ich mich nicht unbedingt respektiert von dir. Und jetzt sind wir nicht diejenigen, die in diesen Käfig steigen und kämpfen. Aber trotzdem sind wir diejenigen, die diese Bühne bereitstellen. Und so ein ganz bisschen Respekt gehört auch uns. Auch wenn der meiste Respekt den Kämpfern gehört, aber wir reißen uns auch ziemlich den Arsch auf und so wie du damit umgegangen bist, ist nicht korrekt. Ja, und also, was mich natürlich, jetzt muss ich doch noch was dazu sagen, was mich eigentlich am allermeisten ankotzt, ist dann dieses Feedback, was man drunter bekommt. Ich meine, es wird natürlich immer Hate geben, es wird auch nach diesem Video Hate geben. Ich glaube nicht, dass wir Leute überzeugen werden, die ohnehin eine Meinung haben. Es ging ja nur darum, unsere Perspektive zu sagen und ein paar Sachen klarzurücken. Aber das vielleicht nochmal von meiner Seite. Andreas, ich weiß nicht, wie lange du dabei bist, ähnlich lang wie ich, wahrscheinlich sogar noch einen Tacken länger. Ich bin seit 2008 in dieser Szene. Ich habe, das sind jetzt 15 Jahre, ich habe den überwiegenden Teil dieser Zeit keinen Cent verdient. Wir haben mal ein paar Jahre gut verdient bei ProSieben. Den Rest haben wir eigentlich reingebuttert, weil wir Bock haben, dieses Ding aufzubauen. Uns vorzuwerfen, wir würden Kämpfer vergraulen, Kämpferscheiße behandeln oder was weiß ich, was da für ein absoluter Müll in den Kommentaren stand, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ihr könnt ja gerne mal die Jungs fragen, die bei uns... Frag doch mal einen Adolf, frag doch mal einen Koga, frag doch mal die anderen Jungs, die am Kampftag ihr Gewicht machen und abliefern, ob die zufrieden oder unzufrieden bei uns sind. Ich habe mich neulich mit Peter Sobotta unterhalten und auch mit dem hat man immer mal Differenzen. Sendeli hat sich beispielsweise über das Unentschieden natürlich überhaupt nicht gefreut im März und so weiter und so fort, aber und Differenzen bleiben nicht aus in diesem Geschäft. Du hast das zu Beginn dieses Videos gesagt, Andreas. Aber unterm Strich ist der Tenor von, ich würde behaupten, 80% der Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, danke, dass es euch gibt. So eine Bühne gab es in Deutschland noch nie. Zu sagen, wir würden auf den Sport scheißen, ihr habt ja Universum-Vibes, ihr macht den Sport kaputt, ist kompletter Bullshit. Und das war's jetzt wirklich von mir. Also in dem Sinne, egal was ihr macht, macht's gut und bleibt cremig. München, get ready. Deutschlands größte Kampfsportserie NFC kommt zum ersten Mal in die bayerische Landeshauptstadt. Am 11. November bringen wir den Olympiapark zum Beben. Freut euch auf actiongeladene Fights und die besten MMA-Kämpfer, die Deutschland zu bieten hat. NFC 16 am 11. November in der kleinen Olympiahalle in München. Tickets gibt's auf fighting.de/tickets oder münchenticket.de. NFC 16 und Inferno FC, das müsst ihr sehen.